Wenn bei einer Tischuhr der Schlag nicht richtig anschlägt oder erklingt, liegt es meist daran, dass einer der Hämmer zu weit einen Abstand hat zum Gongstab darunter. Hier unten sieht man den Gongstab und hier der Hammerstiel. Der Abstand vom Hammer zum Gongstab sollte im Ruhezustand ca. 1 bis 2 mm betragen. Sollte also ein kleiner Abstand dazwischen sein. Am zweiten Hammer sieht man nun sehr schön, dass dieser etwas zu hoch positioniert wurde. Wenn man diesen nun fallen lassen will, dann merkt man, dass dieser Hammer den Gongstab gar nicht erreicht. Das kann man aber relativ leicht einstellen, mit einer Spitzzange beispielsweise. Dann nimmt man den Hammer quasi so in die Zange und biegt ihn jetzt etwas runter. Keine Sorge, es kann nichts passieren, das ist ein relativ weicher Draht, den kann man hunderte Mal hin und her biegen, bevor er bricht. So, und somit habe ich jetzt quasi schon erreicht, dass dieser Hammer den Gongstab erreicht. Man merkt das auch, wenn man etwas drauf tippt mit dem Finger, dass er etwas nachgibt, diese besagten 1 bis 2 mm Ruheabstand.